So, was der Lurch sagt, ab jetzt hier, ne? Schweigefuchs und so. Ab jetzt gibt es hier was zu lernen, ist alles prüfungsrelevant. Nur damit ihr Bescheid wisst. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ihr mit uns zusammen die Woche startet an diesem wundervollen Montag. Himmel, es waren heute 13 Grad da draußen. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Also 13 Grad, nach dem Winter. Es war herrlich warm und übrigens jetzt schon tanken für danken, Prösterchen. Ich habe hier einen wundervollen Gast neben mir sitzen, der heute hier, um mit mir ein bisschen über eines meiner Herzensthemen zu reden, nämlich Historisches. Deswegen freue ich mich sehr, dass er heute da ist. Und er vereint sogar zwei Themen, die ich sehr gerne mag. Zum einen Geschichte, zum anderen Spielen. Die Kombination ist einfach der Hammer. Hallo, lieber Sebastian, schön, dass du da bist. Ja, ach. Ich freue mich über jeden Gast, der hier ist. Es wird heute mit Sicherheit legendär. Mein Gast ist stumm. Oh, mein Gast ist stumm. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Gast nicht mehr stumm. Jetzt hat er Ton. Alles klar, ich So, war schon verwirrt. jetzt bist du wieder da. Ja, gut, nee, Wir fangen also. nochmal an. Hallo Sebastian, Cool. schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Jens. Es freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ja, spannendes Thema für euch. Ja, Ja. definitiv ein spannendes Thema. Die Deria sprach mich irgendwann an. Die Leute, die diesen Channel noch von der Anfangszeit kennen, kennen Deria auch. Und sagte, du, ein Freund von mir, macht eine ganz tolle Ausstellung und vielleicht kannst du ihm dabei helfen. Und als sie mir gesagt hat, worum es ging, haben wir beide miteinander gesprochen. Und ich war Feuer und Flamme und dachte, wir müssen was zusammen machen. Und nun sind wir hier. Magst du den Leuten da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten vielleicht mal sagen, wer du bist und was genau du machst? Ja, sehr gern. Also, ich bin der Sebastian. Ich komme aus dem Herzen des Ruhrgebiets in Oberhausen. Manch einer würde jetzt sagen, ja, oder aus dem Rheinland. Also, jetzt in der Karnevalszeit ist natürlich hier gerade richtig viel Stimmung ja, an Rhein und Ruhr. Und ja, habe Geschichte und christliche Studien studiert, aber nicht ganz so den klassischen Werdegang, wie man das kennt, dass man dann halt auf einer weiterführenden Schule Abitur macht und dann ins Studium übergeht, sondern ich habe nach meiner Gesamtschulzeit erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann auf einem Weiterbildungskolleg mein Abitur nachgeholt und bin dann in das Geschichts- und ja, Religionsstudium gegangen. Ich habe einen Zweifach-Bachelor an der Universität Duisburg-Essen halt in Geschichte und christliche Studien, evangelischen Zweig gemacht und bin dann noch in Essen an der Uni für den Master in Geschichte geblieben. Ja, und ich bin jemand, der halt schon von klein auf immer sehr viel Interesse an Geschichte gehabt habe. Mache auch, wie gesagt, habe sehr viel Interesse vor allen Dingen an Pen and Paper und Live-Rollenspiele, die sich soweit mehr mit, sag mal, Geschichte im Hintergrund auseinandersetzen, also mehr geschichtsgeprägt sind in der Hinsicht. Und dafür war für mich ja klar, okay, muss halt irgendwie später im Berufsleben auch was in der Richtung machen, was irgendwas mit Geschichte zu tun hat. Ja, und weil ich schon immer jemand war, der auch immer sehr interessiert in Museen geht und sich gerne Ausstellungen anschaut und da auch stundenlang verbringen kann, war für mich klar, okay, ich muss auf jeden Fall in einem Museum arbeiten. Und bin jetzt halt seit September 2021 als wissenschaftlicher Volontär im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Krefrath, das ist an der niederländischen Grenze, tätig und ja, absolviere dort, man würde sagen, so auf Ausbildungsebene halt eine museale Ausbildung. Und mit Abschluss dieses Volontariats kann ich dann auch völlig unproblematisch halt in, ja, jedem Museum arbeiten, was irgendwie meinen Wünschen und meiner Fachrichtung entspricht. Ich habe halt schwerpunkttechnisch halt Militärgeschichte und halt Gesellschafts- und Industriegeschichte des Ruhrgebiets studiert. Also da liegt so mein Oh, spannend. Schwerpunkt. Also alles, was Industriegeschichte des Ruhrgebiets, super spannend.
Alles, was so in der Richtung von 1850 bis 1945 geht, in der Richtung, damit setze ich mich halt sehr gerne auseinander. Ja. Und dass ich jetzt sozusagen dann, wenn man sagt, okay, ein Freilichtmuseum hat ja jetzt nicht so ganz was damit zu tun. Das mag durchaus stimmen, aber jetzt, wie gesagt, das aber natürlich auch landwirtschaftliche und bäuerliche Geschichte ist sowas, was mich jetzt immer interessiert hat. Auch das Mittelalter ist so ein Thema, wo ich mich gerne mit auseinandersetze. Und der Schwerpunkt meines Arbeitsplatzes liegt halt jetzt an der bäuerlichen und landwirtschaftlichen und Handwerksgeschichte halt des Niederrheins vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Und so als ja, kleinen Zusatz steht halt auf dem Gelände auch noch ein Spielzeugmuseum, was sozusagen dazu geführt hat, dass ich die Möglichkeit oder die Plattform habe, halt meine Ausstellung, die ich jetzt halt gerade konzipiere und ja mit den Kollegen und Kolleginnen halt aufstelle, ja, machen kann. Sehr cool, weil jetzt kommt der Bogen zum Spiel, denn dein Leben besteht ja nicht nur aus Geschichte. Das ist richtig. Du bist ja auch begeisterter Rollenspieler und wie mir verraten worden ist, auch LARPer. Wie hat Rollenspiel für dich, also jetzt haben wir den beruflichen Werdegang, machen wir mal den rollenspielerischen Werdegang. Ja. Lebenslauf Rollenspiel. Ja, gut. Also ich, wie gesagt, wie schon sagtest, ich bin begeisterter Rollenspieler seit meinem 12. Lebensjahr, also seit Ende der 1990er Jahre. Ist rein, oder was heißt rein zufällig passiert. Es ist, glaube ich, so die typische Situation, die, glaube ich, viele Rollenspieler hatten. Man ist durch Freunde irgendwie dazu gekommen. Mhm. Mein damals bester Kumpel, der, wie gesagt, sag mal, rein zufällig im selben Haus gewohnt hat wie meine Großeltern, haben wir dann eines Tages, als wir oben bei meinen Großeltern gesagt, oh, ich habe hier was ganz Tolles, Neues, habe ich letztens schon mal ausprobiert, wollen wir das nicht zusammen ausprobieren? Und ja, so kam es dann, dass dann halt wir beide und mein Bruder, der zu dem Wochenende halt auch dort war, dass wir dann halt eine Runde, ja, das Schwarze Auge, dritte Edition mal ausprobiert haben. Und ja, seitdem hänge ich da halt so im Rollenspielthema drin. Es ist, wie gesagt, freizeittechnisch eine meiner größten Beschäftigungen. Ja. In der Verknüpfung mit dem Live-Rollenspiel, also dem LARP, ist es halt unweigerlich irgendwann noch dazu gekommen. Und halt auch, was ich zwar jetzt momentan nicht aktiv mache, aber halt auch viele Jahre lang gemacht habe, ist halt einfach das Tabletop. Gehörte halt dann auch dazu. Okay. Und, ja. Sei so lieb, mach doch einmal dein Discord ganz zu, weil okay, man die Notifications, die du bekommst, wenn Leute dich anschreiben, man hört im Stream immer das Badums. Wusste, ich hab was vergessen. Also erstmal, das kommt davon, wenn man sich prominent nennt, einlässt. Ich soll dich grüßen von Davion. Der okay, sitzt im Chat. Liebe Grüße zurück, ja. Und Grüße vom Langen. Ja, ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Auch Grüße zurück. Grüße zurück. Also, gut, das heißt, du bist Rollenspieler und Historiker und Tabletopper und LARPer. Das ist gleich schon eine ganze Menge und deswegen bist du auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zu machen zum Thema geschichtliche Darstellungen, historische Darstellungen in Spielen, richtig? Ja, das ist richtig. Wenn du jetzt noch mal einen draufsetzen willst bei der Aufzählung, ich mache halt auch Reenactment in verschiedenen Epochen. Okay. Etwas, ich sag mal, entspannter, also jetzt nicht sehr, sehr extrem, dadurch ist ein bisschen entspannter, einfach zwar authentische Darstellung, ja, aber natürlich immer mit Spaß an der Freude dabei. Es ist halt, wie gesagt, alles miteinander ein bisschen verknüpft. Das eine kam halt zum anderen und ja, wenn man dann schon Reenactment macht und dann ins Live-Rollenspiel geht, dann sagt man sich, ja, wenn ich die Klamotten schon habe, dann kann ich sie auch dafür nutzen. Dann, also das, was mir fehlt übrigens zu deinem Lebenslauf, ist erstens, ich habe mein Geschichtsstudium nie abgeschlossen. Und zweitens, ich habe kein LARP gemacht, aber Reenactment habe ich auch gemacht und den ganzen Kram. Also da verbindet uns eine ganze Menge, die wir gemeinsam haben. Erzähl uns doch mal von der Ausstellung. Das war ja quasi deine Idee,
diese Ausstellung zu machen als Abschluss deiner Ausbildung. Ja, das ist richtig. Erzähl uns mal davon. Ja, wie gesagt, sehr gerne. Also vielleicht so kurz vorweg, es war natürlich erstmal so die Ideenfindung. Ich hatte erstmal so ein kleines Brainstorming halt für mich, dass ich verschiedene Ideen, die ich so im Kopf hatte, auf die ich halt durchaus halt schon immer mal Lust hatte, beziehungsweise ich mir so selber eine Ausstellung vorstellen kann. Da waren halt auch dann solche, als Beispiele, so Sachen wie Spiritismus im 19. und 20. Jahrhundert oder Ikonografie, aber jetzt natürlich jetzt nicht nur diese Ikonografie, die man zum Beispiel dann halt aus dem Spätmittelalter beziehungsweise so aus der frühen Neuzeit kennt, sondern halt auch zeitgemäße Ikonografie im 20. und 21. Jahrhundert. Als Beispiel zum Beispiel wäre dann solche Sachen gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Warum sind zum Beispiel Bud Spencer und Terence Hill solche Ikonen, vor allem in der deutschen Gesellschaft? Warum kennt die jeder? Und sozusagen betet die in Anführungsstrichen auch so ein bisschen an. Das war dann halt, wie gesagt, eine größere Liste. Weil sie geil sind. Ja, das wäre eine kurze Begründung gewesen. Ja, aber da muss man schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Warum sind sie denn so geil? Lustigerweise ja in Deutschland viel mehr als irgendwo sonst. Das ist richtig, das ist dann auch spannend dabei. Aber wie gesagt, es wird ja nicht die letzte Ausstellung sein, die ich mache, sondern halt die erste. Wie gesagt, Ideen in der Schublade zu haben, ist immer gut. Das heißt, man kann dann auch aus dem Vollen schöpfen. Ja, und wie gesagt, dann... Kurze Rückfrage. Ja. Azrael fragt, was Ikonografie ist. Ikonografie. Kurz gesagt, sozusagen die Verehrung von Persönlichkeiten. Also wie Beispiel Mittelalter bzw. frühe Neuzeit war es halt Heiligenverehrung, die man in der katholischen, wie gesagt, Theologie bzw. im katholischen Glauben ja heutzutage immer noch hat. Aber wie gesagt, so die Anbetung wird vielleicht so ein bisschen überspitzt gesagt, so ins Extreme. Also eher, wie soll ich das ein bisschen erklären? Ich sag mal so... Aber ich finde, Anbetung passt eigentlich ganz gut als Begriff. Bleiben wir dabei. Weil selbst wenn man zu irgendwelchen Popstars heutzutage guckt, hat vieles von dem, was man im Fandom sieht, sehr, sehr große Ähnlichkeit mit Heiligenverehrung. Ja, das stimmt. Also von Hinpilgern zu irgendwelchen, sag mal, Orten, wo die Filme gedreht haben, aufgetreten sind und sowas. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ja, oder Teile der Kleidung bei sich zu Hause haben und verehren. Immerhin nur glücklicherweise in den seltensten Fällen Körperteile. Ja. Also das kommt nicht mehr so häufig vor. Das, nee. Das ist okay. Alles klar. Ja, daran musst du dich hier im Stream gewöhnen. Gut, ja, gerne. Wie gesagt, also das, wie gesagt, dann damit ist meine Nervosität sowieso schon klar geflogen. Ich kann das nur noch schlimmer machen. Ja. Wie gesagt, eine Liste von mehreren Themen gehabt, sich natürlich mit der Museumsleitung zusammengesetzt. Wir sind ein sehr kleines Haus, der Verwaltungsbereich besteht halt aus der Museumsleitung, der stellvertretenden Museumsleitung. Die Verwaltungsfachangestellte und ja, meine Wenigkeit als wissenschaftlicher Volontär. Ab und zu kommen dann nochmal Praktikantinnen dazu und halt unsere Aufsichtskräfte und Handwerker. Das, wie gesagt, ist, wie gesagt, für ein Museum durchaus ein kleines Team, nichts im Vergleich zu den großen Häusern halt, die jetzt in Berlin in der Hauptstadt sind oder halt in anderen, ich sag mal, Landeshauptstädten. Aber dementsprechend sind wir durchaus ja recht schnell zu einer Einigung gekommen. Jeder hatte dann da so seine Vorstellung und die Museumsleiter hat dann gesagt, okay, das Thema ist für dich wirklich schon, du hast da viel Input, das ist auch eine gewisse Herzensangelegenheit, mach das, auch wenn man vorgeschlagen hat, vielleicht ist es einfach auch für die spätere Karriere besser, mal was zu machen, was über den eigenen Tellerrand hinausgeht. Das ist jetzt bei diesem Thema durchaus halt immer noch gegeben, weil halt auch Aspekte oder beziehungsweise Sachen mit drin sind, die ich halt vorher so noch nicht gemacht habe, auch in der Thematik her nicht. Also würde ich mich jetzt rein auf meinen Fachschwerpunkt beziehen, wäre es halt sozusagen Militärhistoriker im Vordergrund, dann ist es auf jeden Fall was vollkommen anderes, eine Ausstellung über Geschichte in Spielen zu machen. Aber es sind natürlich auch Spiele in dieser Ausstellung drin, die halt durchaus einen sehr großen Schwerpunkt beziehungsweise eine sehr große Thematik zum Thema halt Krieg haben. Ja. Und was mich dazu bringt, dass wir unbedingt einen Stream machen müssen über
wie man im Rollenspiel Schlachten darstellt. Ja. Also als Militärhistoriker. Ja, soll ich mir das schon mal vermerken? Schreib dir das ruhig schon mal auf. Also Schlachten und Gefechte im Rollenspiel, das ist, passt sogar, ist glaube ich, ein gutes Thema. Ja. Ist in gewisser Weise sogar auch in der Ausstellung mit drin. Also, ach, schön. Komm ich gleich gerne zu. Also, wie gesagt, dann liegt das Thema Stand. Man fängt halt an, klar zu recherchieren, was gibt es schon so in der Fachliteratur. Man fängt an, Kontakte zu knüpfen. Jetzt ist es für mich natürlich als jemanden, der halt Rollenspieler ist und Reenactor und natürlich auch früher im Tabletop aktiv war und gerne natürlich auch mal am Computer zockt, war es dann Kontakte knüpfen jetzt nicht so schwer. Man kennt halt Leute, man fragt sie dann, hör mal, hast du da irgendwie was, kannst du was beisteuern, sei es jetzt, hast du Leihgaben oder irgendwelche anderen Kontakte, und das eine zum anderen kam dann, ja, nach und nach kam halt immer mehr. Jetzt sind schon viele Leihgaben da, einige kommen noch, das Thema ist auch abgedeckt. Dann ging es natürlich darum, okay, wie gestaltet man halt dieses Konzept, also dieses ganze Thema, wie präsentiert man das in der Ausstellung? Man hat natürlich Ideen, fängt die an, sich auch zu notieren, überlegt sich, wie kann ich die umsetzen? Und das ganze Thema wird halt größer und größer. Ich habe mich dann bisher immer tausche mich dann regelmäßig mit der Museumsleitung aus und auch mit den Kollegen, stelle denen halt so ein paar Sachen vor, und irgendwann hat sich das Ganze natürlich dann verdichtet, dass man dann halt an gewisse Punkte gekommen ist und sagt, okay, das ist so gut fürs Thema, das können wir so machen. Bin auch immer bisher sehr dankbar gewesen für den Input, den mir halt mein Chef und meine Chefin, meine Kollegen halt immer gegeben haben, auch Freunde und Bekannte, dann sozusagen auch dadurch halt dabei getragen haben, dass die Ausstellung, so wie sie jetzt dann präsentiert wird, ab nächsten Monat halt dann auch sein wird, weil man hat dann durchaus immer eine andere, also Personen, die auch so nicht im Thema drin sind, wie zum Beispiel unsere Museumsleitung, also meine Chefin, die mit dem Thema so nicht wirklich was anfangen kann, die hat natürlich dann auch mal Input von außen gegeben, was auch super war, weil dadurch konnte ich natürlich auch mal eine neue Betrachtungsweise einnehmen. Mein Chef ist durchaus auch bei ein, zwei Themen mehr im Bilde, dann hat man dann so in gewisser Weise auch jemanden, der auf der gleichen Wellenlänge dann läuft und dann durchaus auch die Ideen teilt oder halt dann, wie gesagt, auch wieder eigene Inspiration mit einbringt. Wie gesagt, sehr schön da zu arbeiten und halt in diesen ganzen Input auch zu kommen und sich auszutauschen. Ja, und dann kommt man irgendwann an der Phase, man hat ein Konzept, man hat die Möglichkeit auf Leihgaben. Wie präsentiere ich dieses Konzept jetzt in der Ausstellung? Dann fängt man halt auch an, man fängt an, Texte zu schreiben, das Ganze, was man recherchiert hat, dann einfließen zu lassen. Es wird dann viel, viel, viel Text auf einmal und man kommt an den Punkt, okay, ich habe genug, aber jetzt muss ich kürzen, weil die meisten Leute, die ins Museum gehen, die gehen nicht ins Museum, um dort diese ganzen Texte zu lesen. Also muss man halt dieses ganze Fachwissen halt so komprimieren, dass es halt informativ ist, aber halt auch die meisten Leute dazu anregt, das zu lesen. Inwiefern seid ihr als Museum auch interaktiv? Es werden ja immer mehr Museen achten ja darauf, dass man interaktiv ist, und das Thema Spielen lädt ja nur extrem dazu ein, interaktiv zu sein. Ja, da habe ich und beziehungsweise meine Kollegen und Kolleginnen natürlich auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, habe ich mich auch ausgetauscht. Ich bin jetzt halt jemanden, der, ich sag mal jetzt, fachpädagogisch halt nicht viel Ahnung hat. Also deswegen ist es für mich auch eine neue Herausforderung. Da bin ich froh, dass ich halt Leute an der Hand habe, die sich damit viel besser auskennen, die mich dann halt anleiten und mir Input geben. Da sind jetzt zum Beispiel, ein Beispiel wäre, wir haben einen Tisch, dort sind dann auch ein paar Spiele, die in der Ausstellung zu sehen sind, können auch gespielt werden. Zum Beispiel das Kartenspiel, Catan, die Insel halt als Kartenspiel. Ist natürlich dann, wie gesagt, prädestiniert für die Ausstellung, weil es natürlich ein geschichtliches Thema halt oder geschichtliche Einflüsse widerspiegelt. Besiedlung von neu entdeckten Land, sind wir dann schon beim der Kolonialzeit und Entdeckung halt Amerikas und oder beziehungsweise Entdeckung der Welt, wie wir sie halt heute kennen. Und ist natürlich dann ist spannend für die Besuchenden, da auch mal so ein Spiel auszuprobieren, auch für die Kinder. Bin ich jetzt auch gerade noch dabei, so das eine oder andere Spiel zu organisieren, was dann ausprobiert werden kann.
Lädt natürlich dann auch zum Verweilen ein, die Ausstellung sich ein bisschen genauer anzugucken. Ein bisschen digital oder beziehungsweise also elektronisch wird es halt auch. Also wir sind dabei, wenn alles soweit klappt, zwei Computer aufzubauen, wo dann auch mal so das eine oder andere, sag mal, Retro-Game gespielt werden kann. Ich werfe jetzt einfach nur mal ein, so ein oder zwei Point-and-Click-Adventure aus den 90er Jahren werden dabei sein. Ich muss dich fragen, welche? Ja. Hier ist der Stream, wo solche Fragen gestellt werden. Ja, gerne, wie gesagt, dann vielleicht. Welche Spiele genau? Ich habe jetzt gerade, ob ich jetzt direkt ausspucke oder ob ich es vielleicht so ein bisschen einfach mal raten lasse. Also, sagen wir so, der aktuellste Teil ist letztes Jahr rausgekommen. Ja, dann ist es Monkey Island natürlich. Das war einfach. Ja, da, weiß ich nicht. Hätte auch sein können, dass Leute jetzt noch ein bisschen gerätselt hätten. Also. Ja, Point and Click, letzter Teil, letztes Jahr rausgekommen. So viele Point and Click-Spiele sind letztes Jahr nicht rausgekommen. Ja, das ist jetzt auch für mich so jemand, der natürlich auch ein riesiger Fan von diesem Spiel ist und natürlich dann auch sieht, okay, ja, wir haben hier ein Spiel, was natürlich eine fiktive Geschichte hat, ja. Durchaus aber mit den Elementen des goldenen Piratenzeitalter Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts halt spielt. Natürlich in der fiktiven Karibik, weil soweit, wenn man sich die Inseln anguckt, bis auf, gut, ich glaube, in Japan gibt es irgendwo eine Insel, die wirklich Monkey Island heißt oder als Monkey Island bezeichnet wird. Aber wie gesagt, diese ganzen Inselgruppen, die da präsentiert werden, Inseln sind halt alle sehr fiktiv. Die Optik lässt natürlich die meisten Leute direkt die Verknüpfung schließen. Okay, es hat irgendwas mit Piraten zu tun. Wir haben da ja Seefahrt, Piraterie, Suche nach Schätzen und halt klar auch Freibeuter, die sich irgendwie einen Namen machen oder beziehungsweise Piraten, die sich einen Namen machen wollen. Deswegen geschichtliche Elemente sind vorhanden, natürlich sehr in der parodistischen Form. Ist dann aber auch spannend, was ich zum Beispiel selber bei meinen Recherchen erst herausgefunden habe, dass das Spiel halt ursprünglich seine Inspiration jetzt halt nicht nur von Pirates of the Caribbean halt aus Disneyland hat, sondern halt auch von einem Roman, der sich halt in fremderen Gezeiten von Tim Powers aus den 1980er Jahren gezeichnet halt stammt. Und das war natürlich, das ist dann immer so dieses Aha-Erlebnis, was man dann so als Historiker und Historikerin halt hat, wenn man recherchiert. Man lernt halt auch noch über Dinge was Neues, über die man halt glaubt, halt schon nicht so mal gut informiert zu sein. Wie trifft man da die Auswahl? Weil ich meine, es gibt unendlich viele Spiele, die sich mit historischen Themen beschäftigen. Oder, ich meine, Monkey Island beschäftigt sich ja nicht mal mit historischen Themen, sondern spielt eigentlich nur vor einem historischen Setting. Ja. Das heißt, die Spiele, die ihr bei euch jetzt da auch präsentiert in der Ausstellung, es muss nicht lehrreich sein, sondern bloß irgendeinen historischen Setting haben? Oder wie habt ihr da die Auswahl gemacht? Ja, also die, ich muss sagen, also auch da war es jetzt sehr spannend, halt, man hat einfach eine ziemlich große Auswahl, wie du es ja auch schon gesagt hast, es gibt viele Spiele, die sich in irgendeiner Weise mit Geschichte halt beschäftigen. Die Auswahl da jetzt zu treffen, das ist soweit bisher noch nicht abgeschlossen. Ein paar Spiele sind auf jeden Fall schon festgesetzt für die Ausstellung zum Präsentieren, einfach weil sie auch ein gewisses, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal haben, aber sie haben ein besonderes Merkmal, um Geschichte halt zu präsentieren. Ja. Wie gesagt, Monkey Island ist es halt einfach, es bedient sich halt einfach nur an Geschichte in manchen Aspekten, also wie gesagt, transportiert halt fiktive Geschichte in gewisser Weise ein historisches Setting oder beziehungsweise in ein historisches Zeitalter, so würde ich das nennen, weil es geht halt über dieses goldene Piratenzeitalter, was ja nur ein paar Jahrzehnte lang ging. Ist dann, wie gesagt, aber schon sagte, eine gewisse Herausforderung, da dann wirklich an dieser Masse aus Spielen wirklich die passenden rauszusuchen. Eigentlich kann man nie generell genau die ultimative Auswahl treffen. Also es wird immer noch Sachen geben, wo man dann auch im Nachhinein sagt, ah, das hätte auch gepasst. Oder man entdeckt dann im Nachhinein Sachen, oh, die dann auch in der Ausstellung gepasst hätten. Jetzt geht es aber hier in der Ausstellung, es sollen natürlich nicht grundsätzlich nur Spiele gezeigt werden, die den primären Status haben, sondern unterhalten. Das sollen grundsätzlich Spiele ja sowieso. Und dann sekundär kommt bei vielen Spielen eher dieses Wissen vermitteln. Aber
es gibt nicht nur diese Spiele, sondern es gibt natürlich auch Spiele, die im Vordergrund haben, sie wollen Wissen vermitteln und dann unterhalten. Wie gesagt, Serious Games werden die halt, zeigen die im Vordergrund halt Wissen vermitteln haben, aber halt auch unterhalten wollen. Da grundsätzlich versucht man bei Spielen immer, wenn es auch um Wissenvermittlung geht, immer so das in der Waagschale zu halten. Unterhalten sein, aber auch Wissen vermitteln. Natürlich ist es oft so oder ist es gerne so, dass Spiele natürlich eher den Unterhaltungsfaktor haben, weil es sonst durchaus auch langweilig werden kann. Aber wie ich schon sagte, Serious Games gibt es, die Wissen im Vordergrund vermitteln wollen. Da haben wir auch welche. Da wäre jetzt als Beispiel zum Beispiel das Spiel Textura. Sie haben eine Special Edition, da geht es um die deutsch-polnische Geschichte. Mhm. Und das ist ein spannendes Legespiel, wo man halt dann wirklich mit mehreren Leuten spielt und dann jeder sozusagen mehrere Karten auf der Hand hat, die verschiedene Abschnitte dieser deutsch-polnischen Geschichte hat. Und dann fängt man an, dann halt sich diese Geschichte zusammenzulegen und kann immer mehr Verknüpfungen machen und erfährt dadurch halt auch immer mehr Informationen über diese geschichtlichen Abschnitte. Tatsächlich gibt es dann zwei Spiele, die ich mal jetzt in die Waagschale werfe. Als Rollenspiel-Channel. Mhm. Zum einen, und ich glaube, du hast gesagt, dass du ihr da auch schon Kontakt hatte, das Spiel Nesquiamos, mhm. Was ja tatsächlich auf eine wundervolle spielerische Art die Geschichte der Reformation in Deutschland präsentiert. Yeah. Megaspiel meiner Meinung nach. Ein Rollenspiel, das ohne Spielleiter auskommt. Das generell macht es schon mal gut. Und als zweites ist es auch schon im Chat genannt worden, weil es eine selten beleuchtete historische Epoche beleuchtet und das auch historisch sehr, sehr korrekt in den weitesten Teilen, ist vom Donnerhaus-Studio das Rollenspiel Freude schöner Götterfunken, was sich mit der Zeit des Ersten Weltkriegs beschäftigt, beziehungsweise vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs spielt. Sind die beiden Spiele bei euch mit auf dem Schirm? Also auf dem Schirm habe ich beide Spiele. Das erste Spiel steht schon im Regal als Auswahl, also dass es mit reinkommt für den Bereich der frühen Neuzeit. Das zweite Spiel noch nicht. Versuche ich noch gerade dran zu kommen, dass ich das vielleicht auch ausstellen kann. Also, schreiben wir gleich drum. Das wird kein Problem sein. Gut, alles klar, super. Dann kann ich das abhaken, weil ich hatte mir da auch ein Let's Play zu angeguckt. Mehrere Folgen, fand es natürlich auch super spannend. Wir haben bei uns auch eins gemacht, tatsächlich, mit denen. Also einmal bei Dr. Freud und bei uns, ja. Das ist wieder das Erste hatte ich gesehen, wie gesagt, fand es spannend, hatte es mir auch notiert, aber Wie ich vorhin schon sagte, man hat irgendwann eine Fülle an Informationen und muss natürlich dann halt ein bisschen aussortieren. Leider gehen dann auch mal manche Sachen halt unter, die man dann manchmal dann auch wiederfindet und dann durchaus noch einbauen kann. Wenn es natürlich die Option gibt, das zu zeigen, super, weil dann kann ich auch direkt das Thema Erster Weltkrieg halt im Pen-and-Paper-Rollenspiel abhaken, also als Alleinstellungsmerkmal. Weil klar, wenn wir gerade schon mal Rollenspielen sehen, nehmen wir uns einfach das Cthulhu-Setting an. Da hat man ja dann auch die Möglichkeit, in verschiedene Epochen abzutauchen. Kann man natürlich auch den Ersten Weltkrieg nehmen. Da versuche ich auch in der Ausstellung dann Achtung Cthulhu mit reinzusetzen, weil das einfach dieses spannende Zweite Weltkriegsthema halt hat. Wobei man hier natürlich auch sehen kann, es ist auch wie bei vielen Rollenspielen, die irgendwie einen geschichtlichen Einfluss haben, so wieder Vermischung von Fakt und Fiktion. Ja. Das findet man, das ist auch so einer so der Punkte, um die es halt in der Ausstellung geht. Grob gesagt, was ist Fakt, was ist Fiktion und warum ist das eigentlich mal so spannend, das halt so miteinander zu vermischen, weil man sich auch sagt, als Entwickler oder Entwickelnder für solche Spiele hat man ja auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Man will ja wenn man Geschichte vermitteln will, wenn man sich ja dann auf die Fahne schreibt, ich möchte natürlich auch Geschichte als Wissen vermittelndes Spiel vertreiben oder beziehungsweise Wissen halt, also historisches Wissen in dieses Spiel einbauen, muss ich natürlich auch darauf achten, dass das, was ich wiedergebe, halt auch den Fakten entspricht. Und wie ich vorhin ja schon sagte, das primär ja der Unterhaltungsaspekt in diesen Spielen drin ist, geht das durchaus verloren, liegt aber auch halt einfach daran,
muss gerade mal ein Beispiel zu nehmen, nehmen wir uns einfach mal Spiele, die das Mittelalter halt als Spielhintergrund haben. Da haben wir sehr oft die Darstellung von mittelalterlicher Geschichte, wie sie eigentlich aus der romantischen Zeit des 19. Jahrhunderts entspringt. Also diese Vorstellung ist halt noch immer bis in unser 21. Jahrhundert behaftet, beziehungsweise mit transportiert worden, was wir dann bei vielen Sachen, wie gesagt, sei es jetzt halt dann an Brettspielen oder an anderen Spielen, Film, Fernsehen, halt sehen. Dieses Mittelalter ist halt, soll unterhalten. Also deswegen ist es halt nicht, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, immer sehr historisch korrekt dargestellt, aber es ist halt in der Vorstellung authentisch. So wie es präsentiert wird, geht man halt auch davon aus, dass das Mittelalter durchaus so gewesen sein kann und versucht damit so ein authentisches Bild zu vermitteln. Ist ja mehr historisiert, würde man es dann ja nennen. Ne? Ja. Oder noch schlimmer, Spiele, die sich nur ein historisches Label drauf batschen, aber tatsächlich überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Also, weil als du gerade über mittelalterliche Spiele oder Spiele, die sich das Thema vorne drauf schreiben, muss ich halt an Barbarossa denken. Ein Spiel, das es auch schon gab, als ich noch in der Schule war. Was tatsächlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat, außer dass vorne ein König drauf ist und das Ding Barbarossa heißt. Ja. Das ist ja nur... Ja, das ist, wie gesagt, in den Spielen hat man dann halt immer nicht Schlagwörter, sondern halt Dinge, die ein authentisches Bild, wie gesagt, von dieser Epoche vermitteln sollen, mit dem die Zuschauenden oder beziehungsweise Spielenden aber auch diese Epoche halt identifizieren. Ein Paradebeispiel für mich ist halt immer das Fachwerkhaus. Das Fachwerkhaus wird immer irgendwie mit dem Mittelalter verbunden, obwohl das Fachwerk über das Mittelalter hinaus halt immer noch verwendet worden ist, beziehungsweise halt gebaut worden ist, halt bis, wie gesagt, ins 20. Jahrhundert hinein. Und aber grundsätzlich würde man halt sagen, was verbindet man mit dem Mittelalter? Und wenn man sagen würde, Fachwerkhaus, würde direkt die Antwort kommen, ja, auf jeden Fall. Und man würde es wahrscheinlich bei den, wenn man das auf andere Epochen dann halt münzt und diese Frage stellt, wahrscheinlich eher nicht hören. Oder warum man die Vorstellung hat, dass in der Antike halt alle Tempel immer mit Säulen gebaut worden sind, immer diese Säulentempel existierten. Also wie, immer diese Schlagwörter oder Schlagobjekte, mit denen man automatisch dann diese Zeit verknüpft. Und das dann, wie gesagt, bei dem Verantwortungsbewusstsein hat man dann zum Beispiel bei, gibt es natürlich dann noch kontroverse Themen, wo sich jetzt historisch die Frage stellt, warum gibt es denn die wirklich kontroverse Themen oder geschichtlich sehr negativ geprägte Ereignisse, warum kommen die denn in diesen Spielen so nicht vor? Nehmen wir jetzt ein Beispiel, oder beziehungsweise warum kommen sie fast ausschließlich in den Spielen nicht vor? Ein Beispiel, mit das ich mich auch noch in der Ausstellung schon auseinandergesetzt habe, oder im Zwecke der Ausstellung auseinandergesetzt habe, ist natürlich klar, wie ich schon vorhin sagte, der Zweite Weltkrieg. Jetzt haben wir den Zweiten Weltkrieg in vielen Spielen, die sich damit beschäftigen, halt, sagen wir mal, sehr, sehr weiß gewaschen. Man hat immer klar, wenn es irgendwelche Strategie- und Taktikspiele sind, man hat dann natürlich den Krieg da drin, aber der wirkt immer recht sauber, dass dann natürlich Armeen treten gegeneinander an, die eine Seite verliert, die eine Seite gewinnt, aber auf den Zweiten Weltkrieg bezogen und wenn wir jetzt dann in der NS-Zeit sind in Deutschland, gewisse Themen sind in den Spielen halt einfach tabu. Tabu aber deswegen, weil sie nicht zur Unterhaltung beitragen. Sie würden halt einfach Frustrationen und dergleichen hervorrufen. Die Leute hätten kein Interesse daran, so etwas in so einem Spiel zu haben und das Spiel dann zu spielen. Ich würde aber tatsächlich sogar noch ein Beispiel dazu packen, was gerade eben von dem Entdeckung der neuen Welt Spiel gesprochen. In diesen Besiedlungsspielen spielt jetzt auch meist Sklaverei keine Bedeutung, also es, und erst recht nicht, dass, wobei das geht inzwischen schon, also das Thema der Conquista wird jetzt schon, ich habe ein Spiel gesehen, ich komme nicht auf den Namen, wo es tatsächlich auch um den Kampf der Maya gegen die Conquistadoren geht.
Da wird das schon thematisiert. Mhm. Also, aber Sklaverei wüsste ich jetzt nicht. Ja, jetzt in vielen Spielen ist also, wie gesagt, diese kontroversen oder halt dann negativ geprägten geschichtlichen Themen, die kommen halt nicht vor. Und auch aus dem Gedankengang, das möchte sozusagen die Konsumenten halt nicht spielen, beziehungsweise das würde, aus der wirtschaftlichen Sicht, würde es wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass viele Leute diese Spiele nicht kaufen. Es werden halt keine Massenmarktspiele. Wahrscheinlich wird es wieder in den Bereich Serious Gaming gehen. Ja, und da haben wir zum Beispiel dann ein Spiel, was jetzt im Ermauschungskampf mit drin ist, und ich hoffe, das klappt auch, dass man das halt spielbar machen kann, den Leuten zeigen kann, ist halt von Paint Bucket Games aus Berlin, Through the Darkness of Time, ein Computerspiel, ich glaube von 2016 bis 2017. Dort spielt man, oder dort stellt man sich eine Widerstandsgruppe in der NS-Zeit zusammen, um halt in NS-Deutschland gegen das Regime halt vorzugehen. Da gibt es dann bei einem Gespräch mit dem Studio, hatte man dann auch gesagt, also dass man grundsätzlich eigentlich nur Spiele im Bereich der politischen Bildung halt produziert, sprich mit solchen Spielen geht man dann halt auch an Schulen, um Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt selber einmal gespielt. Durch als Historiker finde ich es von der Thematik her sehr spannend. Auch spannend zu sehen, wie dieses Thema halt dort präsentiert wird. Und dieses Thema, wie gesagt, dann halt klar, diese negativen geschichtlichen Sachen halt in Deutschland, also wie die deutsche Geschichte auch geprägt haben, wie halt, wie gesagt, in S-Zeit, Stichwort Holocaust, wird heute dort auch behandelt. Und das ist halt auch gut so, dass man dieses Thema halt im Computerspiel halt auf dieser, sagen wir mal, seriösen, ernstzunehmenden Ebene halt behandelt, dass halt wieder auch dieser Lerneffekt dadurch halt eintritt und man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also dann halt auch, klar, SchülerInnen sich damit auseinandersetzen können. Ja. Also das ist halt so ein Beispiel für Serious Game, was natürlich im Vordergrund hat, Wissen zu vermitteln. Aber na klar, die Unterhaltung ist dort halt auch gegeben. Kleine Überleitung, weil du gerade gesagt hast, Sklaverei. Auch da werden in der Ausstellung das eine oder andere Spiel zu sehen sein. Ich habe ein sehr interessantes Spiel gefunden, was momentan aber recht schwer zu kriegen ist. Das ist das Spiel Freedom, The Underground Railroad. Da geht es darum, über die Sklavenbefreiung im 19. Jahrhundert. Spielziel ist halt, dass man, wie gesagt, Sklaven aus den amerikanischen Südstaaten über die kanadische Grenze bringt. Mhm. Und ich hoffe, das klappt. Also das Spiel ist halt geordert worden. Ich hoffe, das kommt dann auch noch rechtzeitig für die Ausstellung. Das ist aber auch schon ein bisschen älter, ne? Das ist von, ich meine, auch 2017. Also jetzt ist auch, wie gesagt, bisher halt in englischer Sprache, aber glaube ich mit deutscher Anleitung, war jetzt, wie gesagt, auch ein bisschen für eine Zeit lang war das ein bisschen schwierig, das zu kriegen, weil die Kontakte, die ich hatte, die hatten es entweder gar nicht oder wie es halt auch bei anderen Museen leider passieren kann, aufgrund von große halt, ja, Sammlungen, dass man es leider erstmal nicht findet. Das ist nämlich auch ein, ja, Problem leider vieler Museen. Man würde gerne die Objekte, die man halt bekommt von Personen oder Einrichtungen, gerne aufnehmen, kann es aber leider nicht immer, weil die Depots halt einfach voll sind. Das ist halt auch immer so eine Sache. Halt, sammeln und entsammeln ist halt auch so ein Punkt in einem Museum, was immer ein großes Thema ist. Denkst du, dass dieser Bereich bei historischen Spielen auch mal die nicht nur die glorifizierte Seite zu zeigen, sondern auch die nicht so schöne Seite, dass das was ist, was langsam mehr kommt? Weil tatsächlich fallen mir in letzter Zeit immer mehr, also ich kenne einige Spiele, die das machen. Also bei This War of Mine, wenn man im Bereich Computerspiele ist, ist ja auch ein Computerspiel, das man eigentlich fast nur verlieren kann. Also ich habe es nie gewonnen. Ganz davon abgesehen, dass es meiner Stimmung sehr abträglich war, dieses Spiel zu spielen. Zwischendurch dachte ich mir, Alter, was mache ich hier und warum? Also ich habe das Gefühl, dass sich mehr dem Thema
stellen. Also, wenn ich mir jetzt Donnerhaus angucke, die haben in ihrem Spiel Freude schöner Götterfunken, da spielt halt nicht nur vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs, sondern thematisiert den Hungerwinter sehr extrem. Also Hunger und Essen ist ein deutliches Thema in dem Spiel. Denkst du, dass die Spielemacher ein bisschen offener werden, sich damit auseinanderzusetzen? Durchaus. Also wie gesagt, du hast jetzt schon ein paar Beispiele aufgezählt. Also es wird mehr, ist auch durchaus dem Interesse halt der Spielenden geschuldet, dass sie sich halt auch mehr mit Geschichte auseinandersetzen wollen und einfach ein bisschen mehr erfahren wollen. Also so merke ich es zum Beispiel in meinem Umfeld. Ich habe halt viele Freunde und Bekannte, die durchaus geschichtsinteressiert sind, die sich gerne damit auseinandersetzen, sich auch austauschen. Und wie gesagt, klar, da ist es dann natürlich auch gegeben, dass wenn das Interesse halt da ist, dass man natürlich auch vermehrt dann Spiele produziert, die mehr mit historischen Fakten arbeiten und das Ganze dann halt auch, ich sag mal, als gutes Beispiel dann halt präsentieren. Und wie gesagt, To the Darkness of Time von Paint Bucket Games ist halt so ein gutes Beispiel, was ich auch jedem empfehlen kann, ist einfach mal zu spielen, um sich ja auch, ich habe dadurch nochmal das eine oder andere halt in S-Geschichte jetzt halt mehr gelernt, obwohl es halt auch, wie gesagt, einer meiner Schwerpunkte ist. Also wie gesagt, bei Geschichte lernt man eigentlich nie aus. Je mehr man sich dann beschäftigt, umso mehr neue Aspekte lernt man auch kennen. Ja. Bewertet ihr in der Ausstellung die Spieler? Also gibt es irgendeine Art Bewertung oder zeigt ihr sie nur und überlasst es den Leuten? Was ist? Es gibt ja immer so den pädagogischen Anspruch einer Ausstellung. Also was ist dein Ziel, was du den Leuten mit der Ausstellung mitgeben möchtest? Also mein grundlegendes Ziel für die Ausstellung ist es natürlich, dass, und das ist jetzt natürlich eher so das mal Wunschdenken oder so, beziehungsweise das Optimum, dass jeder, der halt in die Ausstellung geht und am Ende da rausgeht, sich sagt, boah, jetzt habe ich doch mal wieder was Neues gelernt. Oder habe ich auch vor allen Dingen Leute, die halt viel zu dem Thema schon wissen oder sich auch damit auseinandergesetzt haben, sei es jetzt halt fachlich bezogen oder halt hobbymäßig, den sagen, boah, da habe ich ja doch noch was gelernt. Mhm. Das ist nur das Wunschziel. Ist natürlich immer ein bisschen schwer, da, wie ich schon sagte, die Ausstellung ist natürlich auch so ein Herzenswunsch für mich, weil, wie gesagt, ich natürlich auch hobbymäßig mit dem Thema zu tun habe in vielerlei Hinsicht, möchte ich natürlich dann auch, dass sie gut wird. Ich bin sehr darauf bestrebt, dass natürlich, klar, die Ausstellung gute Informationen, gute Fakten vermittelt, Leute halt auch dazu anregt, sich mit den Thematiken vielleicht dann sogar noch mehr auseinanderzusetzen, dass sie, wie gesagt, dann nochmal sozusagen im Nachhinein dann ein bisschen recherchieren und sich in die Themen einlesen und gegebenenfalls vielleicht sogar noch mal wiederkommen. Und weil so eine Ausstellung, wenn man sie einmal gesehen hat, wenn man sie hat, ist man in einem Blickwinkel gesehen. Also ich muss sagen, grundsätzlich, wenn man irgendwie eine Ausstellung sieht, auch Dauerausstellungen, ich war jetzt in der Vergangenheit immer schon öfters in Dauerausstellungen von bestimmten Museen, wie gesagt, mehrmals drin. Man findet halt immer irgendwie noch mal was Neues. Und das ist, wie gesagt, so der, ich sag mal, Lerneffekt von Geschichte. Also auch Sachen, die man schon kennt, kann man immer nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und dadurch dann nochmal irgendwelche neuen Verknüpfungen halt erschließen. Aber mal von eurem Museum abgesehen, wo ich natürlich jedem empfehle, ab dem 12.3. hinzugehen, denn ab dem 12.3. ist die Ausstellung da. Und das ist auch mein Geburtstag. Deswegen ist das ein guter Tag, um ins Museum zu gehen. Dann weiß ich ja, wo du an dem Tag bist. Zu Hause. Was würdest du sagen vom Erleben, vom Lernen, von den vielen Museen, die du gesehen hast? Was sind so Museen, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte? Ja, also was ich auf jeden Fall grundlegend empfehlen kann, wenn man mal Urlaub in Belgien macht und egal, ob es jetzt wirklich Interesse Erster Weltkrieg ist oder halt nicht, einfach in Ypern, das ist so halt ist West-Berlin, also fast schon Frankreich,
ich nehme es zurück, ich möchte jetzt nicht irgendwie Ortsangaben machen, damit ich mich dann vielleicht noch partout. Also, was ich auf jeden Fall Ihnen die Perlen empfehlen kann, das Flandern-Fields-Museum. Das beschäftigt sich, wie gesagt, mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs in Belgien, beziehungsweise schwerpunkttechnisch in Ypern, zeigt halt wirklich sehr informativ und auch sehr groß, wie die Stadt den Ersten Weltkrieg erlebt hat. Sie ist halt, wie gesagt, eigentlich grundlegend, bis auf die, sag mal, Grundmauern, wie man so schön sagt, eigentlich ja durch Artillerie zerbombt worden. Es gab nur noch wenig Gebäude, die damals dann noch existent waren. Wie gesagt, kriegt man sehr gut präsentiert, auch von, ich sag mal, allen Seiten, also allen Parteien, die daran beteiligt waren. Also nicht nur sozusagen jetzt von sagen wir mal, aus Sicht der Belgier, sondern auch der Sicht der Franzosen, Engländer oder auch der Sicht der Deutschen. War ich, wie gesagt, zum 100-jährigen Jubiläum 2014 mit einer Exkursion der Uni Essen und in Kooperation mit der Uni Frankfurt und Düsseldorf waren wir halt dort zu so einer einwöchigen Exkursion. Sagst du mir nochmal, wie das Museum heißt und wo es ist? Flandern-Fields-Museum. Flandern-Fields-Museum. Also wir sehr zu empfehlen, auch interaktiv, also da ist man auch schon sehr bestrebt darauf, das Ganze, so, wie gesagt, auch digital zu gestalten und beziehungsweise halt elektronisch zu unterstützen. Ein Beispiel, was ich auf jeden Fall gerne in irgendeiner Ausstellung später mal machen möchte, weil mir das so gut gefallen hat, war in diesem Museum, man hatte solche Bildschirme aufgebaut und darunter waren Schaukasten. Da waren mehrere Exponate halt ausgestellt zu einer Person. Und wenn man rangetreten ist an diesen Bildschirm, dann ist diese Person, die diese Exponaten gehört hat, ist dann ins Bild getreten, also dann ist ein Schauspieler und eine Schauspielerin dann ins Bild getreten mit diesen Exponaten und hat die Geschichte dieser Person erzählt. Das waren Leute, halt wirklich Belgier, die im Schützengraben gekämpft haben, also wie gesagt, Soldaten, aber auch Zivilisten, wie die halt das erlebt oder den Ersten Weltkrieg erlebt haben. Dann auch halt Deutsche, dieses Exponat Box, würde ich das jetzt nennen, die mich halt unheimlich fasziniert hat, war halt, es gab halt auch dann ein deutsches Beispiel, das war halt Fritz Haber, sozusagen der, ja, ich sag mal, der Vater des Gaskrieges, der deutsche Chemiker, der halt als erster chemische Substanzen brauchbar für den Ersten Weltkrieg gemacht haben, um sie halt ja in Artilleriegranaten zu laden und halt in die Schützengräben zu schießen. So, der erzählt halt seine eigene Geschichte und dazu gibt es dann halt natürlich auch eine Informationstafel. Es ist dann, wie gesagt, die Figuren sprechen immer in ihrer Heimatsprache, aber halt mit dementsprechend noch englischen, deutschen und französischen Untertiteln, meine ich. Ja. Also das Museum, wenn mich immer jeder, der mich fragen würde, Museum, das du empfehlen kannst, wäre das wahrscheinlich die erste Antwort, weil das Museum halt so spannend und interaktiv halt aufgebaut war. Oder dann packe ich noch ein Museum dazu, und zwar das Limburgs Museum in Venlo in den Niederlanden. Ein extrem gutes Museum, weil es Geschichte sehr erfahrbar macht. Es gibt das Historoskop, nennt sich das. Also quasi Geschichte, durch die man durchgeht, das ist die Dauerausstellung, auch wenn man Kinder hat, extrem gut da durchzugehen, weil zum Beispiel das Innere einer Burg im Limburgs Museum ist, so mit Geheimgängen, wo du so durch den Kamin kriechst und an einer anderen Stelle wieder rauskommst. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass da drin Exponate zum Anfassen sind. Was ich halt sehr, sehr wichtig finde, weil begreifen ist schon ein, also kann man auch wörtlich nehmen, es hilft, Dinge anzufassen, hilft. Definitiv, das ist, was ich auch mal sehr begrüße, wenn man halt die Möglichkeit hat, Exponate halt wirklich den Besuchenden mal in die Hand zu geben, wie du schon sagst, so das Anfassen und dann halt mal eine neue Erfahrung machen, ist natürlich, je nachdem, was man für ein Museum hat, mit Exponaten unheimlich schwierig. Ich selber bin natürlich auch jemand, der versucht immer sehr, sehr vorsichtig zu sein, jetzt auch mit den Leihgaben, die ich bekomme, weil es zum Teil halt auch halt nicht nur sehr alte Spiele sind, sondern halt auch zum Teil alte Bücher, also alte Regelbücher, die wir zeigen. Da bin ich dann auch dann, sagen wir mal, so ein bisschen Klischee
Haft würde man jetzt halt sagen, so stellt man sich wahrscheinlich jemanden vor, der mit Exponanten arbeitet. Ich habe dann halt wirklich weiße Handschuhe an und bin dann ganz vorsichtig und mit diesen Exponaten. Und wie wir aber jetzt gerade bei Büchern sind, weil wir ja anfänglich mal über Taktik und Strategie in Rollenspielen, beziehungsweise Schlachten in Rollenspielen darstellen. Wir zeigen jetzt dann nicht nur Spiele sozusagen aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die irgendwie mit Geschichte zu tun haben, sondern wir wollen, oder bitte, ich möchte natürlich auch gerne in der Ausstellung so ein bisschen den Ursprung von den Spielen zeigen, die jetzt auch fernab halt von Brettspielen und Kartenspielen, die natürlich auch ausreichend in der Ausstellung gezeigt werden, die wir als Gesellschaftsspiele klassifizieren und ja jeder von uns, ich sag mal, gespielt hat oder beziehungsweise immer noch regelmäßig spielt. Das, wie gesagt, wird natürlich in der Ausstellung gezeigt, aber halt auch die Frage, wo ist denn eigentlich so der Ursprung von den Pen-and-Paper-Rollenspielen, von den Live-Rollenspielen und halt auch von Tabletop? Und da fangen wir dann im 19. Jahrhundert an, und zwar mit dem Kriegsspielapparat. Ja. Martin, willst du sagen, das habe ich schon mal gehört, ja, man kann sich das so vorstellen, so Anfang des 19. Jahrhunderts gab es dann halt einen preußischen Edelmann, also preußischen Adligen, bisschen Schrägstrich halt Geheimrat, der Geheimrat von Reiswitz, der einen, ich würde sagen, sowas wie eine hölzerne Kommode hat bauen lassen. Im ersten Blick, wenn man diesen Kriegsspielapparat im Schloss Charlottenburg halt sieht, denkt man sich, das ist wirklich eine einfache, ja, ich sag mal, Wäschekommode mit mehreren Schubladen, da kann man Wäsche aufbauen. In dem ist aber nicht so, das ist halt in der Hinsicht eigentlich, sagen wir jetzt mal etwas salopp gelagt, eigentlich so der erste Tabletop-Tisch. Das ist halt wirklich, da hat man oben eine Oberfläche zum Ausklappen und in diesen ganzen Schubladen sind Spielsteine und Geländestücke drin, mit denen man dann halt, sagen wir jetzt mal einfach, ja, Tischmanöver, also militärische Tischmanöver nachspielen kann. Und die Geschichte besagt halt, er hat diesen Apparat bauen lassen als Geschenk für den preußischen König Friedrich Wilhelm III. Und dessen Söhne, die Kronprinzen. Und die waren so begeistert von diesem Tisch, dass sie angeblich wirklich nächtelang, sag ich mal, durchgezockt haben, auch mit Freunden, die sie und Freunden bekannt und von anderen Familien, die sie eingeladen haben. Was so dazu führte, so die Geschichte, dass dann halt der Kronprinz Wilhelm, später Kaiser Wilhelm I., halt zu seinem Vater gesagt hat, das ist ein sehr gutes Spiel, lass uns das doch verwenden, oder dieses Prinzip dieses Spiels verwenden, um preußische Offiziere auszubilden. Dadurch ist halt das Kriegs- und Planspiel entstanden, was man, sagen wir mal, gerne dieses militärische Planspiel, wie man zum Beispiel auch mal in den alten Filmen, die sich im Ersten und Zweiten Weltkrieg beschäftigen, wo man dann halt ganzen Offiziere an so einer großen Karte stehen sieht und die dann halt Figuren bewegen. Daher kommt das. Und dieses Spiel ist, wie gesagt, dann halt in Preußen, aber dann halt später in Deutschland auch und dann international im Ausland halt so beliebt geworden, dass halt sehr viele Variationen davon entstanden sind. Dass zum Beispiel dann halt der Sohn vom Geheimrat von Reiswitz hat dann ein eigenes System entwickelt. Er wollte halt weg von diesem großen, klobrigen Kasten und er hat es dann halt eher in so einem kleinen Holzkasten mit Bleisteinchen und dergleichen halt entwickelt. Und er sagte, ich will auch nicht mehr auf so einer Plattform spielen, ich will eine richtige Karte benutzen. Und wie gesagt, so ein Kriegsspiel in der Form, wie es der Sohn halt konzipiert hat, da haben wir die Möglichkeit gehabt, durch Kontakte an jemanden zu kommen, der so einen Kasten hat. Und der wird dann noch in der Ausstellung ausgestellt. Und wie gesagt... Oh, ihr habt den da? Der wird dann für die Zeit der Ausstellung zu sehen sein. Oh mein Gott, wie geil. Hinter Glas. Ich hoffe, dass das auch alles klappt. Bisher, wie gesagt, ist alles gut. Also auch Terminabsprache ist schon zum Aufbau soweit eingestielt. Und das ist so eins so der besonderen Stücke der Ausstellung. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer, an solche Kästen noch zu kommen. Es kann das natürlich sein, dass auch kleinere Museen vielleicht irgendwo oder allgemein Museen sowas im Depot haben, aber es vielleicht auch einfach nicht finden oder vielleicht auch nicht wissen. Wie gesagt, das war jetzt wirklich ein Glückstreffer durch einen Freund von mir, der ist leider auch schon verstorben, aber der hat mir diesen Kontakt gegeben. Der hat gesagt, hör mal, schreib diesen Mann da mal an, der hat das, der gibt das bestimmt. Und ja, es hat
soweit funktioniert und ich hoffe, es sehr funktioniert, schön, dass es in die Ausstellung kommt. Und wie gesagt, das sind dann halt so dieser Ursprung dieser, ich sag mal, drei Spielvarianten, also Pen and Paper, wie gesagt, Live-Rollenspiel und Tabletop, wo so dieser Grundstein im 19. Jahrhundert gelegt ist. Wie gesagt, wir haben dann auch einige alte Regelbücher, verschiedene Variationen von diesem Kriegsspiel, das wir dann zeigen. Und dann kommen wir schon so Anfang des 20. Jahrhunderts hin mit H.G. Wells, also dem Autor auch von Krieg der Welten, der sich dachte, das Spiel ist durchaus interessant, aber ich will es ein bisschen vereinfachen, ich will es auch ein bisschen mehr vielleicht so für die bürgerliche Schicht spielbar machen. Ich möchte das ändern, ich möchte das Spiel einfach ein bisschen nach meinen Vorstellungen gestalten. Also hat er ein Spiel entwickelt, was sich Little Wars nennt. Das Buch haben wir auch in der Ausstellung, was wir dann einmal zeigen. Das ist in dem Sinne wirklich so dieser, sagen wir mal, die, ich sage jetzt mal, Prototyp-Variante des Tabletops, wie wir sie heute kennen. Es ist halt mit Zinnfiguren gespielt worden, durchaus aber noch mit einer größeren Maßstab. Und es war eher dafür konzipiert, dass man das halt in großen Räumen spielt. Es gibt halt Illustrationen, wo dann als Beispiel halt dann schon der erwachsene Sohn mit seinem Vater und seinem Großvater in dem Wohnzimmer sitzen und dann wirklich auf dem Boden so ja, ein kleines Gelände aufgebaut haben mit mehreren Häuschen und Zinnfiguren und so dergleichen und dann halt nach Regeln dieses Spiel spielen. Was wir dann, das ist auch eher ein Konzept gewesen, was man zum Beispiel in einem großen Garten gespielt hat. Da gibt es auch Fotografien von Wells selber, wie er dort mit Freunden dieses Spiel in seinem Garten spielt. Das möchte ich halt auch gerne in der Ausstellung einmal zeigen, dass man mal so eine Dimension hat, wie das entstanden ist. Ich finde das sehr spannend, weil generell Spiel, also Spielen für Erwachsene, ist ja eine relativ neue Erfindung, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt. Also wenn man über die einfachen Würfel- und Kartenspiele hinausgeht, also Würfel- und Kartenspiele gibt es schon genug Funde von den Römern, mehr als genug. So viel, dass Museen da drin ersticken. Es ist auch wirklich, muss ich sagen, also für mich war das durchaus schon eine kleine Herausforderung, halt zu sehen, ob es schon im 19. Jahrhundert halt Spiele geben, die sich irgendwie mit geschichtlichen Themen beschäftigen. Das war eine kleine Herausforderung. Was man dann dort gefunden hat, waren meistens immer dieses Prinzip des Festungsspiels. Mhm. War halt dann zu zweit. Die eine Seite spielt die Festung, verteidigt die Festung, die andere Seite muss sie halt erobern, dass die Gestaltung gerne auch dann mal nicht unbedingt halt zeitgenössisch war, dass man halt sieht, okay, wir haben jetzt da irgendwie eine Festung nochmal aus Mitte des 19. Jahrhunderts, sondern man hat dann gesagt, okay, man ist dann schon so ein bisschen so im 16. Jahrhundert, in der Landsknechtzeit, dass das so gestaltet ist, also für die Optik. Aber ansonsten sind halt geschichtlich, ich sage jetzt mal, geschichtliche Spiele aus dem 19. Jahrhundert sind eher so, sag mal, Staatsgeschichte. Die haben natürlich auch dann gewisserweise die Propagandafunktion, natürlich die eigene Landesgeschichte in gutes Licht zu stellen. Da haben wir zum Beispiel dann von Ravensburger habe ich da zwei, drei Spiele gefunden, die dann so ein bisschen das 19. Jahrhundert halt in diesen Spielen widerspiegeln. Aber wie gesagt, schon durchaus natürlich so einen nationalistischen, propagandistischen Touch bzw. Einfluss, der natürlich auch gewollt ist, den man auch bei den Zinnfiguren aus der Zeit natürlich hat, dass die Jungen halt durchaus so auf das militärische Leben dann im Erwachsenenleben vorbereitet werden. Das war ja tatsächlich so die ersten Spiele, die wir heute als Spiele bezeichnen, also Gesellschaftsspiele, waren ja zum einen die militärischen Spielwelten für die Jungs. Ja. Und die, sagen wir mal, auf Erziehung und Mutter vorbereitenden Spiele für die Mädchen. Also kleine Backöfen so ein Zeugs. Ja, das sind halt die Rollenspiele im 19. Jahrhundert, die aber halt so mit den Rollenspielen im 20. und 19. und 21. Jahrhundert so halt nichts zu tun haben. Die sind zwar, ich will nicht sagen, so artverwandt, die gehen halt einfach in zwei Richtungen, weil Rollenspiele im 20. und 21. Jahrhundert sind halt klar mehr der Unterhaltung. Klar, wir lernen auch dadurch immer mal für uns was, also dann auch durch uns selbst halt etwas Neues kennen, aber sie bereiten uns halt in der Hinsicht nicht irgendwie auf, ja, ich sag mal, das später gesellschaftliche Leben
vor. Das ist nicht der Sinn von Rollenspielen im 20. und 21. Jahrhundert. Sind eher dafür da, uns mal eine Verschnaufpause von der heutigen Gesellschaft zu geben. Das wäre meine Frage, ja. Weil wir als Rollenspieler haben uns ja quasi dem Eskapismus verschrieben. Was sind so die ersten eskapistischen Spiele, die du kennst? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ja. Ich versuche dir eine allgemein zufriedenstellende Antwort darauf zu geben. Wenn wir uns natürlich die Frage stellen, wie ist so das Pen and Paper Rollenspiel entstanden, wie wir es halt kennen und natürlich auch jetzt natürlich dann lieben, versuche ich es mal ein bisschen weiter zu gehen. Wir waren ja, wie gesagt, gerade bei Little Wars von H.G. Wells, also zu diesem, ich sag mal, den Prototypen des Tabletop oder beziehungsweise ja. den ersten Fußstapfen des Tabletop. Dann bewegen wir uns natürlich dann über den Ersten und Zweiten Weltkrieg hinaus, landen in den 50ern irgendwann bei den Konfliktsimulationen, also den Co-Sims, diesen auch Taktik- und Strategiespielen, die ja rein nur den, klar auch ein Unterhaltungs, wie gesagt, Ziel hatten, aber natürlich sehr militaristisch und sehr militärischen Aspekt, also weil man ja versucht, da authentisch schon zu sein mit der Art und Weise, wie man dieses Spiel mit den Einheiten spielt. Wir bewegen uns dann halt weiter, kommen so in die 60er, so Ende der 60er, Anfang der 70er sind wir dann an dem Punkt, wo halt irgendwann Pen-and-Paper-Rollenspiele auftauchen. Ich wollte jetzt damit nicht nur, um dich zu bremsen, nicht nur auf Pen and Paper raus. Also man kann ja auch, ich würde einige Brettspiele, Märchenspiele, was weiß ich was, durchaus auch als eskapistisch bezeichnen. Ja. Was ich damit meine ist, Spiele, die nicht die Aufgabe hatten, einen auf irgendwelche Dinge vorzubereiten oder einem was beizubringen, sondern Spiele, die da waren, um dem Alltag zu entfliehen. Das, wie gesagt, also da sind wir jetzt schon, also bei dem, meinem Wissensstand, sind wir dann schon so in den Ende der 60er, Anfang der 70er, wenn dann halt wirklich die Rollenspiele halt dann auch auftauchen, die halt wirklich einfach nur diesen Unterhaltungswert haben, halt jemanden in fantastische Welten abtauchen zu lassen. Es ist dahingehend halt auch spannend, einfach zu sehen, dass halt wirklich aus diesen, Wargames, wie sie dann halt im Englischen, also wie zum Beispiel Konfliktsimulationen im englischsprachigen Raum bezeichnet werden, wie daraus halt wirklich die Rollenspiele halt hervorgehen. Also anfänglich halt die Pen-and-Paper-Rollenspiele würden jetzt wahrscheinlich direkt, werde ich mit dir im Chat haben wahrscheinlich schon welche gesagt, es ist hier Dungeons & Dragons gemeint. Das ist in der Hinsicht soweit richtig, dass halt Gary Gygax und David Arneson soweit aus der Wargamer-Schiene kommen. Ich mache jetzt einfach mal, ich habe gerade Glas leer, Entschuldigung. Alles gut. Aus dieser Wargames-Schiene halt kommen und angefangen haben, sich die Frage zu stellen, und das ist natürlich sehr schön, so halt dieses, ich sag mal, Schicksal von Armeen zu erleben, in Anführungszeichen. Wir wollen aber auch mal das Schicksal des Einzelnen. Wir wollen mal so wirklich in der Hinsicht auch mal so ein persönliches oder individuelles Schicksal erleben. Mhm. Und da hat man halt angefangen, mit Dungeons & Dragons halt so diesen Grundstein für Pen and Paper Rollenspiele zu legen, die aber noch sehr vom Wargaming geprägt waren. Wenn man sich so die Regeln der ersten Auflagen halt ansehen, sind da noch sehr viele Einflüsse dieses Wargaming. Also durchaus noch dieses. Man lernt irgendwie noch so ein bisschen dieses, militärische Spielkniffe, also beziehungsweise irgendwas mit Strategie und Taktik. Und wie gesagt, Weiterentwicklung, dann wie gesagt, wir sind schon dann in den 70ern, wo es dann halt mit Pen and Paper, so der Pen and Paper Markt oder Rollenspielmarkt dann entsteht. Und das Ganze dann auch so ein sehr interessantes Feld aufmacht. Also will ich jetzt einfach nur mal so als Anmerkung, bevor ich da zu tief reingehe, so mal, wer Interesse daran hat, ich sag mal so, zur Geschichte des Rollenspiels oder ein bisschen mehr zu erfahren, kann ich sag mal hier die Buchreihe empfehlen, Designers and Dragons. Da ist so bis in die 2010er Jahre soweit die Geschichte des Rollenspiels drin.
wie gesagt, sehr spannend. Du kommst ja in einen Bereich von Leuten, wo viele seit D&D 1 schon spielen. Ja. Deswegen geht es mir darum, dass die meisten Das ist der Bereich, wo wir uns auskennen. Ist jetzt auch eher für die Leute gedacht, die vielleicht mal gerade erst angefangen haben. Weil, wie gesagt, ich spiele halt, wie gesagt, Rollenspiele seit Ende der 90er habe ich halt angefangen. Jetzt vieles, was so in dieser Buchreihe zum Beispiel auch steht, klar, war mir auch neu. Ist auch dann spannend, mich mit Leuten einfach zu unterhalten, die schon viel länger spielen, die dann aus Systeme rauskamen, die ich halt überhaupt bisher nicht kannte, wo ich mir dachte, okay, Geschichte in, sagen wir mal, in Rollenspielen ist halt dann auch schon sehr, ich sag mal, sehr präsent. Auch schon damals in den 70ern noch nicht so viel, beziehungsweise in den 80ern dann vermehrt, wo es dann halt anfängt mit vielen oder vermehrt mit geschichtsgeprägten Spielen. Sag das Buch nochmal, bitte, das du eben gesagt hast. Designers and Dragons, das ist fünfteilige Buchreihe. Kriegt man bei verschiedenen, ich sag mal, Anbietern, also auch Verlagen. Skava, ich habe euch nicht als alt, sondern als erfahren bezeichnet. Ich habe mit meiner aktuellen DSA-Gruppe, mit der ich spiele, viele Grüße an die, falls einer von denen zuschauen sollte. Da haben wir zum Beispiel der Vater von einer unserer Mitspielerinnen. Der hat eine D&D-Gruppe, die spielen auch schon seit gut 40 Jahren, also auch schon seit Anfang an. Und so diese Geschichten. Schon krass, ja. Die Geschichten, sozusagen von ihr zu erfahren, was dann halt sein Vater mit seinen Freunden, wie lange die dann halt schon spielen und dass die halt gefühlt eigentlich schon ganz Regalreihen mit Aktenordnern füllen, was diese Charaktere angeht, ist dann auch spannend. Allein schon, dass man auch wirklich straight einen und denselben Charakter wirklich 40 Jahre lang am Stück spielt. Also, absolute Bewunderung und Respekt. Ich wüsste nicht, ob ich das mit einem meiner Charaktere wirklich so mal machen würde. Gut, ich habe noch viel Zeit, vielleicht ist es möglich. Man weiß nicht. Ich habe tatsächlich eine Geschichte gehört über eine Kampagne, die seit 40 Jahren schon läuft. Eine durchgehende Kampagne, seit über 40 Jahren gespielt. Das ist schon. Aber es zeigt halt einfach, dass Rollenspiel und Spiele generell ein menschliches Grundbedürfnis sind. Also ich meine, Rollenspiel hat jeder im Leben schon mal gemacht. Selbst wenn man das ohne Regeln gemacht hat, hat jeder irgendwann mal Vater, Mutter, Kind oder Räuber und Gendarm oder was auch immer gespielt und zack, hat man ein Rollenspiel gemacht. Das gehört ja zur menschlichen Entwicklung dazu. Ja. Und wie gesagt, wie ich schon gesagt, es ist halt einfach spannend, so diesen Entwicklungsverlauf halt zu sehen. Man sieht dann halt, aus diesen Wargames entstehen halt dann die Pen-and-Paper-Rollenspiele, weil halt wirklich zwei Leute sich gedacht haben, boah, das Wargame, das reizt uns irgendwie nicht mehr, wir wollen jetzt mal so ein bisschen was anderes machen, entwickeln dann halt, wie gesagt, selber sozusagen eine eigene Spielart und ja. Daraus entwickelt sich dann halt später halt dann auch das Live-Rollenspiel. Weil dann wieder Leute gesagt haben, es ist schön, diese Pen-and-Paper-Rollenspiele sind ja ganz toll, aber irgendwie mal so ein bisschen, ich sag mal, mehr selber interagieren, würde ich jetzt sagen, oder beziehungsweise mal wirklich so mehr mit, ich sag mal, Leib und Seele, in Anführungsstrichen, so diese Abenteuer erleben, das bringt uns vielleicht mehr. Und deswegen ist es halt einfach spannend, wie das alles sich entwickelt hat, wie es dann auch jetzt in der Gesellschaft halt angekommen ist. Das ist natürlich auch so ein bisschen, wie schon gesagt, mein Herzenswunsch in der Ausstellung, das auch so ein bisschen einfach auch vermehrt Leuten zu zeigen, die so gar nichts mit Rollenspielen und Tabletop und so anfangen können. Ja. Deswegen war die Band, ich fand auch immer ein bisschen, es ist jetzt vielleicht auch einfach jetzt an der Zeit, eine Ausstellung zu machen, wo diese Sachen dann auch mal ein bisschen mehr thematisiert sind. Sie sind natürlich auch in anderen Ausstellungen schon in der Vergangenheit, ist sich mit solchen Sachen auseinandergesetzt worden, sind sie auch präsentiert worden. Aber da schadet es nicht, wenn man es dann halt einfach weiter ausbaut. Und schauen wir mal, vielleicht ist dann in der Zukunft irgendwie Luft nach oben, vielleicht für eine Ausstellung, die sich gänzlich nur mit diesen, ich sag mal, Sachen dann halt beschäftigt. Vielen Dank, lieber Landuin oder auch Sebastian. Ja,
dass du... Das war wahrscheinlich der, ja, ne? Nee, dein Name bei Discord ist so, du hast das selber verraten. Ach so, okay, sehr gut. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich den bei dem Kanal eigentlich geändert hatte. Nee, hast du nicht. schön, dass du heute Abend hier bist. An euch da draußen ab dem 12.03. in Grefrath, Nordrhein-Westfalen, ganz westlicher Teil von Nordrhein-Westfalen, fast schon die Niederlande, befindet sich ein wunderschönes Freilichtmuseum. Ein Ausflug lohnt sich absolut, nicht nur für diese Ausstellung, sondern besonders für diese Ausstellung. Die beiden Figuren, die ihr da seht, sind übrigens auch Teil der Ausstellung. Geht mal vorbei. Eine Frage ist noch aufgetaucht. Wenn wir genug Leute als Lulas zusammenbekommen, kriegen wir dann von dir eine Führung durch euer Museum? Das können wir gerne machen, wenn es dann zeitlich für mich passt. Wie gesagt, mache ich gerne Führung, kann man dann immer drüber sprechen, weil es ist auch für mich ist auch solche Sachen ist einfach, ich sag mal, Lernmaterial oder beziehungsweise einfach wunderbare Übung für das berufliche Leben, weil ich natürlich auch doch ganz gerne weiter so in der Museumslandschaft halt bleiben möchte, um noch viele, viele interessante Ausstellungen zu machen, weil, wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen, nutzt einfach immer Zeit, wenn ihr Zeit habt, geht mal ins Museum. Ja. Es gibt viele wunderbare Einrichtungen, so viele interessante Themen. Natürlich auch Ausstellungen, die sind vielleicht dann nicht für jeden was, aber es ist die meisten, dadurch, dass Museen ja natürlich auch kulturell gefördert werden vom Staat, ist es eigentlich für jeden soweit, ich sag mal, erschwinglich. Und ansonsten einen kleinen Tipp einfach von uns. Auch wir haben natürlich wie gesagt, so in der Woche immer ein Pay-What-You-Want-Tag. Das machen jetzt vermehrt Museen halt. Da kann natürlich jeder dann mal das bezahlen, was ihn, sagen wir mal, der Aufenthalt bei uns im Museum wert ist. Und wir haben auch Sonderveranstaltungen. Also, und ansonsten vielleicht einfach noch als Ausblick, wenn man sagt, ja, eine Ausstellung über Spiele ist jetzt nicht so ganz was. Ab Ende Oktober ist dann die Nachfolgeausstellung, dreht sich dann um Räuber am Niederrhein. Räuber am Niederrhein, hört sich auch sehr gut an. Ich denke, wir machen das passend. Ich meine, wir haben ja bis Oktober Zeit, einen Termin mit dir zu finden und den Lulas. Und es müsste dann ein Wochenendtermin sein. Ja, gerne. Also normalerweise, man kann immer ins Museum kommen, außer montags, da haben wir natürlich geschlossen. Also von daher, da bin ich zwar dann auch anzutreffen im Museum auf der Arbeit, aber da ist dann natürlich keine Ausstellung geöffnet. Du bist ja jetzt bei uns auf dem Discord-Server auch. Ich denke, ich mache mal einen Raum dafür dann auf, wo sich Interessenten für eine private Special-Führung für Lurch und Lama in dem Museum finden. Wie gesagt, sehr gerne. Vielleicht noch, weil wenn sich jetzt einer fragt, irgendwie kann man den nochmal vielleicht irgendwie unterstützen? Gut, dass du sagst. Das ist jetzt eher so, vielleicht eher an die Tabletopper, die Tabletop-SpielerInnen gerichtet. Ich suche durchaus noch Tabletop-Figuren, die sich natürlich so optisch in einem historischen Setting bewegen oder beziehungsweise im historischen Setting spielen. Beispiel Perry Miniatures, Bolt Action. Ich glaube, Flames of War, es gibt da haufenweise Spielsysteme, die ich entdeckt habe. Wenn da jemand sagt, oh, ich habe da was, das gebe ich auch gerne für die Ausstellung als Leihgabe, dann dürfen die Leute mich gerne im Discord einmal anschreiben, mir ein paar Fotos zeigen und dann, wie gesagt, knüpfen wir Kontakt, ob das was für die Ausstellung wäre. Kann ich, wie gesagt, nicht immer garantieren, dass die Sachen, die Leute uns zur Verfügung stellen, dass sie auch in der Ausstellung landen, weil wir haben jetzt halt wirklich... Ich habe nach und nach halt echt sehr viele Sachen bekommen, aber Tabletop ist jetzt da noch gerade so ein bisschen, ja, in der Minderheit. Ich stelle für dich Kontakt her zum Tobi vom Bier & Brezel Podcast. Sein Schwager ist bei uns in der Community. Oh. Also, der kennt ganz, ganz viele Tabletopper. Und ansonsten kann ich dir empfehlen Tabletop Art.
die sich spezialisiert haben, nämlich Figuren darzustellen, auch historische. Also die gehen dann nicht hin und bauen die ganzen Monster, sondern irgendwelche Händler, Marktstände und so weiter im historischen Kontext. Oh, also vielleicht noch ein bisschen speziell, wo wir jetzt gerade bei Tabletop waren. Wenn jemand, und das ist einfach, weil ich das gerne in der Ausstellung zeigen möchte, wenn jemand ein paar Miniaturen von Warhammer 40k, von den Todeskorps von Krieg, für die Ausstellung zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise möchte, würde ich mich sehr freuen, weil das Thema natürlich immer sehr, oder diese Armee stellt ja sehr gut den Ersten Weltkrieg dar. Und ich habe leider bisher nur eine Miniatur aus meinen eigenen Beständen und würde mich halt freuen, wenn da vielleicht jemand sagt, er hat dann vielleicht eine Handvoll, die er entbehren kann. Mal bei uns auf. Ja, muss sich auch keiner Sorgen machen. Das Ganze ist natürlich alles auch dann halt versichert mit einem Leihvertrag, dass das alles so rechtens geht. Also, und wie gesagt, würde mich freuen. Also ansonsten dürfen die Leute mich natürlich auch gerne anschreiben, wenn sie da was Passendes haben in Richtung Tabletop oder sagen, ich habe da vielleicht noch das eine oder andere gefunden, wäre das was für dich? Wie gesagt, gerne. Aber grundsätzlich immer bitte mit Fotos, damit ich das einmal sichten kann und dann halt auch direkt entscheiden kann, ob es... Kriegen wir hin. Ich bin mir sicher, wir finden für dich auch Warhammer 40k, Leute. Von den Marktleuten-Figuren schicke ich dir gleich mal ein Bild nach dem Gespräch hier. Lieber Sebastian, danke, dass du da warst. War unglaublich spannend. Ich fand es toll. Geht in die Ausstellung. Am besten kommt ihr dann aber bei uns auf den Discord, denn dort werden wir einen Channel machen, damit die Lulas vielleicht gemeinsam einige Leute dahin gehen. Wäre ganz schön eigentlich. Ich freue mich über jeden, der kommt, und ich freue mich auch, wenn konstruktive Kritik an der Ausstellung geäußert wird, weil, wie gesagt, das hilft mir auch einfach für spätere Berufsleben weiter. Werden wir auch soweit sowas wie ein Gästebuch dort dann aufstellen, wo die Leute dann ihr Erlebnis und dann so, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden, reinschreiben dürfen. Das ist dann auch für mich am Ende der Ausstellung so ein kleines Andenken, wo ich dann auch wieder für das spätere Berufsleben nochmal das eine oder andere rausziehen kann. Sehr, sehr cool. Dann sind wir durch für heute. Wie gesagt, Sebastian, danke dir und danke euch für die reichhaltigen Fragen. Ich glaube, Ben Reilly schrieb gerade was von Death Guards, Blood Angels und Orks. Vielleicht finden wir schon gute Kontakte für dich bei uns. Wie gesagt, auch vielen Dank, also dass ihr mich eingeladen habt und sehr, sehr gerne ihre Zeit geopfert haben, dass ich ein bisschen was von der Ausstellung erzählen darf. Wie gesagt, auch für mich alles ist immer Neuland und eine wunderbare Übung, und ich hoffe, ich habe halt, genug informative Sachen auf jeden Fall gebracht und nicht noch ein bisschen vor mich hingeplappert, weil das ist, wie ich auch schon mal erzählt habe, die Berufskrankung von uns HistorikerInnen, wir reden gerne. Ich kenne das. Ich habe, wie gesagt, auch Geschichte studiert. Wir reden gerne und viel. Euch danke ich dafür, dass ihr da wart. Diese Woche passiert noch ganz, ganz viel bei Lurch und Lama. Morgen früh um 10 haben wir natürlich wieder unseren Frühstücksstream mit dem 10-Minuten-Lurch. Diesmal wieder 10-Minuten-Lurch und Tapete im Hintergrund, wie sich das eigentlich gehört. Am Mittwoch ist Folge 6 unserer Pathfinder-Kampagne Blutige Segel. Es geht um Schlangen, sage ich mal. Im direkten und übertragenen Sinne. Am Donnerstag ist dann unser nächster Kunststream mit der Shiraki, die gebeten wurde, auf dem Discord was zum Mitmachen mal wieder zu machen. Und das macht sie. Diesmal geht es um Malen mit Kaffee. Also ein weiterer Zeichen-Mal-Stream am Donnerstag. Diesmal wird mit Kaffee gemalt. Also sieht nicht nur hübsch aus, sondern riecht auch noch gut. Und am Freitag ist Ivi wieder dran mit Ivis Kellerfunden. Und wie ihr wisst, gibt es dann bei Ivi immer abgefahrene Spiele als Let's Plays. Und am Freitag gibt es Quantum Popcorn. Ein Rollenspiel, das quasi im Game-Show-Fernsehserien-Setting spielt. Und jeder,
der Spieler wird im Laufe des Abends eines der Settings irgendwie leiten. Ich habe das noch nicht ganz, ganz genau verstanden, aber wir schauen uns das am Freitag an. Also es wird ein wildes Hin und Her mit Kreativ-Sachen reinwerfen und so weiter. Wenn ihr noch ein paar Rollenspielsachen braucht, schaut vorbei auf lurchundlama.de. Da findet ihr auch alle anderen Links. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf patreon.com/lurchundlama. Denn durch die Unterstützung unserer Patreons können wir das machen, was wir hier machen. Ohne euch Patreons könnten wir das nicht. Dann müsste ich nämlich andere Sachen arbeiten in der Zeit. So kann ich das für euch machen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir verabschieden uns von euch traditionell wie immer am Ende unserer Streams mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, Inshallah, macht's gut. Liebt euch, spielt Spiele und geht in Museen. Bildet euch. Bis dann. Tschüss, bis morgen früh.